trifft. Das ist doch ein. Was? Was? Türgriff? Und das sieht ja eigentlich aus wie ein Messer. Und nicht wie eine Nagelfeile. Also, ja. Eine Birne. Eine Birne, eine Birne. Ein Artikel. Dark Falls. Dark Falls Anstalt. Das Massaker brachte es in den nationalen Presse. Ein typischer Fall eines stillen Mannes, der plötzlich durchdreht. Außer, dass in diesem Fall niemand die Leichen oder den Täter finden konnte. Was? Es wird immer besser. Es konnte keiner die Leichen oder den Täter finden. Aber wir gehen trotzdem rein und finden ihn. Was? Ich sehe es kommen. Oh, das ist fertig. Da geht nichts mehr. Das ist gut. Das ist jetzt echt ein schlechter Scherz, oder? Hat jemand das Feuerzeug gesehen? Ich bin auf der Suche nach dem Feuerzeug. Hat jemand ein Feuerzeug gesehen? Vielleicht sogar ein Bunsenbrenner? Ein Stahlschneider? Uh-oh. Alter, guck doch nicht so runter. Ja, ich hasse Höhen. Ja, du auch? Alter, jetzt geht er weg da von der Kante. Alter, das kann man gar nicht mehr mit ansehen. Alter, was haben die sich denn da ausgedacht, bitteschön? Alter. Gehen wir nochmal hin? Sieht so aus, als hätte jemand da unten einen Werkzeugkasten fallen lassen. Da ist etwas Metallisches im Eis. Ist es ein Schraubenschlüssel? Oder ist es eine du raus hier. Alter. Hör mir auf. Was ist das? Mit der Nagel? Nein. Mit dem Türgriff? Heißer Kaffee? Was? Eine Birne, eine Birne. Es geht ein Licht auf. Oder auch nicht. Alter, ich hab meinen Husten noch nicht ganz weg. Wo ist überhaupt die Karte? Ich könnte schwören, ich hatte hier mal irgendwo eine Karte gehabt beim letzten Spiel. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Alter, ist das fies. Was mache ich denn damit? Ja. Was, du schmeißt die weg vor Karren? Welche Karren? Guck mal, wir kommen hier nicht rein. Die Nagelfeile bringt uns eigentlich einen feuchten Ferz. Wir brauchen hierfür einen Schlüssel. Der Schlüssel ist wahrscheinlich im Auto. Am Zündschloss. Wie sind wir denn da rausgekommen, bitteschön? Kommen wir noch weiter? Wir könnten ja mal die Glühbirne darüber schmeißen. Mal gucken, was passiert. Nach hinten komme ich nicht. Da hinten. Was ist denn das? Ja, wir benutzen jetzt einen Türgriff und nehmen das Benzin, was das sowieso. Das ist ein Becher mit Benzin. Erst ist es ein Türgriff, jetzt ist es ein Becher. Könnt ihr euch mal entscheiden? Papier. Was machen wir denn mit dem Papier jetzt? Alter, das bitte mal besser. So, wir machen jetzt mal was. Dummsinn. Na, klappt nicht. Okay, wir könnten jetzt den Becher mit Benzin da runterschmeißen und hoffen, dass irgendwas. Können wir jetzt nicht Wir können ja aber wirklich nichts machen, ne? Wir haben aber auch keine Leiter oder sowas. Da kommt die Tusse von hinten und schubst uns da runter. Na, das wäre der Höhepunkt. Ja, nee, ist klar. Ich gehe nicht ohne einen Weg zurück. Ich mag Höhen wirklich nicht. Ja, schön. Ohne einen Weg zurück. Hier haben wir ein Schild. Das bringt uns nichts. Becher mit Benzin.
Hier soll ein Code aufgekratzt sein, aber er ist mit Eis bedeckt. Was, hatte ich nicht ein Feuerzeug bei Hazard zu Hause gefunden? Alter, das ist ja Asbach. Ich möchte nicht riskieren, die Nachricht zu beschädigen. Ich sollte im Auto nach dem Feuerzeug suchen. Schön, ich muss erstmal ein Draht suchen, du. Wo sollen wir denn? Du schwafelst was von Auto, Feuerzeug und willst ein Draht haben, oder was? Jetzt hör auf. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts, ne? Alles vereist. Es ist zusammengefroren. Gleich kann ich das Eis mit irgendetwas abschlagen. Abschlagen? Ja, das jetzt geht das auf einmal. Ah, ich habe einen Draht gefunden. Ein Türcode. Das ist ja mal. Also wenn das so alles voller Eis war, dann wird da drinnen wahrscheinlich auch nicht viel besser aussehen, ne? Ich kann dieses Vorhängeschloss auf keinen Fall knacken. Ich bin ja auch kein Panzerknacker. Panzerknicker-Knacker. Knackerbocker. So, gucken wir mal. Das wird sowas von in die Hose. Ja. Und Tür auf. Juhu. Ich denke, dass da etwas drin ist. Aber die Splitter sind zu scharf, um meine bloßen Hände zu benutzen. Ich hasse Glasscherben. Ach echt, wieso hast du Glasscherben? Noch mehr Papier. Wir finden Papier ohne Hände. Mein Handy ist da drin. Ich brauche es jetzt wirklich. Was? Der Ast lässt mich das Handschuhfach nicht öffnen. Ja, die Nagelfeile hast gerade weggeschmissen. Sonst hättest du ja einmal hier den Ast mal ein bisschen zurechtfallen können. Ich kann ihn nicht abbrechen. Ich muss ihn irgendwie absägen. Das war knapp. Etwas mehr nach links und ich wäre tot. Ja. Ich frag mich nur gerade, der Ast kommt von da hinten. Wie ist denn die dagegen gefahren? Man kennt's ja eigentlich, dass ein Ast mal von vorne oder so reinkommt, aber von der Seite? Ich bezweifle, dass mein Auto jemals wieder starten wird. Armes Ding. Okay, und wir haben Feuerzeug. Hauptsache, wir haben Feuerzeug. Jetzt könnten wir den Ast eigentlich mal abbrennen. Nein, auch nicht. Wir könnten den Ast erstmal mit Benzin drängen und abbrennen, was? So, das ist sowieso total Schaden hier. Okay, nichts passiert? Gut. Wenn nichts passiert, ist immer gut. Es ist aber nur schlecht, wenn eine Weile nichts passiert, weil dann passiert definitiv was. Halte und bewege das Feuerzeug, um das Eis zu schmelzen und die Nachricht frei zu machen, okay? Quarantäne! Was? Keep out! Bleib draußen! Betreten verboten! Ach so, das soll das... 1, 2, 3, 4. Das habe ich jetzt nicht wirklich so gesehen, oder? Doch, 1, 2, 3, 4. Was ist das für ein lächerlicher Türcode? 1, 2, 3, 4. Wirklich? Ich frage mich, ob dieser Code tatsächlich funktioniert. Ja. Gut, wird soweit. 1, 2, 3, 4. Nicht euer Ernst. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? So, dann gucken wir doch gleich mal, was hinter dieser schönen Tür auf uns lauert. Ich hab keinen Bock. Ich sehe gerade was. Toll. Jetzt zeigt's an. Ja, schön. Hatte ich nicht gedrückt gehabt?
bin schwer nicht hat gedrückt. Oder ich habe aus Versehen mal umgedrückt. Könnte auch möglich sein. Naja, egal. Ihr habt mich ja quatschen hören und naja. Das war nicht so gesehen, aber jetzt ist mir auch egal. So, und gucken wir mal, was sich hinter dieser schönen Tür verbindet. Wahrscheinlich dürfen wir gleich wieder die Szene wechseln. Kommt ein Video. Oder auch nicht. Nee, da will ich nicht hin. Was ist das denn für ein komisches Geräusch? Oh Mann, ich hab keinen Bock. Die Karte war mal hier unten. Wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ich guck weg. Noch ein Stück Papier. Ich freue mich. Irgendwie gerade nicht so sehr. Haben wir hier eigentlich die Leertaste? Nein. Okay. Wirklich komplett ohne Hilfe? Was ist denn das? Boah, Alter! Hör mir auf! Unheimlich. Ich frag mich, wie dieser Handschuh hier gelandet ist. Es bringt mich definitiv dazu, sehen zu wollen, was unter dem Stein ist. Also mit dem Handschuh könnten wir dann rein theoretisch eigentlich mal den Becher mit Benzin benutzen. Ja, ich habe auch gerade gedacht, ja toll, jetzt kommt mir gleich eine Schreckhand entgegen oder sowas. Alter. Das wäre auch nicht so unüblich hier. Zu dunkel, zu dunkel, zu dunkel. Ich hab grad keinen Bock. So. Ich will da nicht rein. Ich hab keinen Bock drauf. Noch Papier. Ja, wir haben Papier zusammen. Juhu, ich hab Papier gefunden. Jetzt reiß ich dieses Scheißschild doch nicht ab, ey. Please. Please. Please, don't. Don't. Fragt mich, ob es funktioniert. Was? Wollte schon sagen, bei uns sind das so viele. Und früher haben die Leute hier jeden Tag ihren Tagesplan abgeholt. Hatten Gedanken, Hoffnungen. Schwer vorstellbar. Was? 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 Alter, was? Alter, hör mir auf. Kichert. Ja, du mich auch. Ich frage mich, ob es von jemandem kaputt gemacht wurde oder ob es mit der Zeit einfach abgefallen ist. Ich will da nicht rein. Wo ist die Cam weg? Die ist doch da. Ach so, du meinst, die Cam ist im Weg. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Entschuldige bitte vielmals, das ist alles noch Einstellungssache hier, gerade. So, Pause. Pause, Pause, Pause. Danke, ich will die Cam bitte da. Ich will diese verdammte Cam jetzt auswählen. Dankeschön. Dann schieben wir sie halt mal hier rüber. Oder so. So sieht es doch auch gut aus, oder? Ich würde sagen, so passt. So,